Hallo liebe Ameisen, und willkommen zu einem neuen Video. Die Ameisen sind ein bisschen gestresst, liegt aber nicht jetzt am Licht. Die haben eigentlich sonst nichts gegen das Licht und es ist auch nicht so hell, wie man auf dem Video sieht, sondern eigentlich um einiges dunkler. Meine Ameisen hier, ihr erinnert euch doch bestimmt an das Stück. Wespe, da, im Rohr. Das kommt nicht weiter, weil das ja alles zugebaut ist. Weil Messer sich gedacht haben, wir müssen alles zubauen. Jetzt bauen sie fast hier alles zu, weil wir müssen die Steine wegschaffen. Wohin denn sonst außer da? Man könnte ja nicht nach draußen tragen. Nein, wir müssen alles in unser Nest tragen, damit wir später, wenn die Kolonie größer ist und mehr Platz braucht, alles wieder raustragen können. Ist doch klar. Und später vergessen sie sogar, dass sie das reingetragen haben und denken, dass es so von immer, eben schon immer war und tragen den ganzen Scheiß nicht raus. Und ich kann dann schön früher noch ein Nest bauen, weil die kann man da schon mit Sand voll ist, der Gang, weil da weniger Ameisen reinpassen, als eigentlich reinpassen würden. Aber naja, Messer halt. Gut, meine wunderschöne Güne, die man eigentlich fast nie sieht. So ganz, weil sonst hockt sie in dieser Kammer und ist umgeben von der Hälfte, mindestens der Hälfte der Arbeiterin. Die andere Hälfte kümmert sich hier um die Brut und dann kümmern sich immer so 10, 20 um die Körner. Ja, der Körnerhaufen ist groß, aber er nimmt nicht den ganzen Platz da ein. Darunter sind Steinchen. Hier ist ein zweiter kleiner Körnerhaufen. Und ich weiß nicht genau, wie die das hinkriegen, aber die kriegen das in all diese Körner fast täglich einfach umzulegen. Keine Ahnung wie, aber sie vernachlässigen nicht die Brut, sie vernachlässigen nicht die Körner, sie vernachlässigen nichts. Naja, schade, aber ich kann euch das Eierpaket nicht zeigen, was die Güne wieder mal gelegt hat. Ich hoffe, diesmal werden größere Larven und Puppen daraus entstehen als dieses Mal. Als letztes Mal meine ich, weil letztes Mal waren das nur ziemlich kleine Puppen. Hier das Loch nochmal, das sie gegraben haben. Ich weiß nicht, was sie daran so toll finden. Ja, also die strahlen jetzt die Steinchen immer dahin, weil, naja, man muss ja irgendwohin die Steine schaffen, die man da früher hingelegt hat. Und wenn sonst jetzt hier. Ich meine, das ist dumm, aber ja, aber sie werden schon, glaube ich, wissen, was sie tun. Hoffe ich zumindest. Also richtig glauben daran tue ich nicht. Ich zoome mal raus und gehe mal so mit der Kamera an. Da sehen wir jetzt ein paar der größeren Puppen, die sie aber nicht oft haben. Die meisten Puppen sind wirklich alle winzig. Das sind jetzt, glaube ich, die zwei größten Puppen. Was mich freut, weil, ja, mindestens irgendwas Großes. Die sind eigentlich so drauf, ja, wir brauchen keine großen Larven, Puppen und so weiter. Die sollen sich alle schön dann noch verpuppen, wenn sie klein sind. Solange sie klein sind. Ja, wenn sie meinen, sie brauchen unbedingt nur winzig kleine Arbeiterinnen, die nicht mal so ein Stück Dings wegtragen können, weil sie noch zu klein sind, können sie durchhaben. Interessiert mich jetzt auch nicht. Ich habe aber das Essen jetzt umgestellt. Ich werde hauptsächlich Proteine füttern, weil ich das so gesagt bekommen habe, dass dann größere Dings arbeiten und produziert werden. Also die Larven sich. Dadurch kriegen die Larven Proteine, werden größer und am Ende werden es größere Arbeiten. Ja, an der Temperatur will ich jetzt nicht wirklich noch mehr schauen, weil wenn das auf einmal dann noch heißer wird, habe ich Angst, dass sie an Hitze tot sterben, weil in der Ecke da ist es, ich schätze mal, 2 oder 1 Grad wärmer noch als da. Das heißt, da ist es im Durchschnitt um die 32 Grad warm. Jo, und ich habe keinen Plan, wie warm die es noch haben wollen. Weil die ganze Brut wird in diese kleine, kleine Ecke da reingequetscht, weil sie im tiefsten ist. Naja. Und jetzt wird getragen, dahin und daher. Und irgendwann, morgen höchstwahrscheinlich, können sie dieses blöde Stück Wespe durchziehen und an ihren Larven verfüttern. Das andere Stück haben sie schon, habe ich gesehen, vorher bearbeitet. Ich Sekunde. Was machen die da? Sind die B?
Seht ihr diesen schwarzen Haufen hier? Ja, ihr seht ihn. Das ist einfach ein Haufen aus Ameisen, die einfach mal stumpf ohne Grund sind. Wieso sind sie da? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben sie gedacht, jo, wir schlafen hier, keine Ahnung. Die liegen da einfach ohne Grund. Ich sehe auch keinen Vorteil für die Kolonie oder so, dass sie da jetzt eine kleine Brücke bilden. Das ich nicht. Weil die keine Ahnung, was die machen. Ich würde mal schätzen, dass sie schlafen. Weil meine Königin hatte letztens auch eine sehr geniale Idee. Und zwar dieser Pfeiler, der ist doch perfekt, um zu schlafen. Ich glaube, das war Schlaf, was sie da gemacht hat, weil sie hat sich nicht bewegt. Die Fühler haben sich auch nicht bewegt. Und sie war einfach da auf dem Pfeiler, seitlich, also waagerecht. Und da hat sie da gelegen. Und da sind auf einmal, und ich habe das letzte aus Versehen angetickt. Und alle sind losgestürmt und haben aus Versehen die Königin da runtergerissen. Die hat dann die größte Panik ever bekommen und ist dann darunter gefallen. Auf die Larven natürlich und die Eier. Weil muss halt so sein. Naja. Ich weiß nicht, hier sind, glaube ich, vielleicht Larven oder so. Da. Man sieht nichts. Kamera, bitte fokussier doch mal. Ja, das ist nett. Danke. Nein, hier ist Ameisenbrot. Also die Kleinen sind auch sehr fleißig in der Ameisenbrotherstellung. Die Media, die eine wird hauptsächlich benutzt, um Körner zu knacken. Also zu knacken oder ein bisschen vorzuzermalmen für die Kleinen. Sehr gern wird der Couscous verarbeitet und sonst eigentlich alles. Naja, und jetzt muss hier halt eine riesige Klumpen gebildet werden, weil eben habe ich das Nest aus Versehen, habe ich die Abdeckung, die man nicht sieht, abgenommen und naja, da war halt riesige Panik. Und ich, was höre ich jetzt mal was? Gestern, hier draußen, ich habe den, was war das? Eine Zitterspinne war das, eine Tode, habe ich den hingelegt. Gut, was macht man, wenn man eine normale arbeiten will? Man wird sie ins Nest ziehen, man wird sie draußen zerlegen. Was machen meine Messoren? Sie sind erstmal komplett blöde und machen Panik, weil sie eine tote Zitterspinne finden, die sich nicht mehr bewegt hat. Rennen ins Nest, machen Panik, rennen raus. Keine Ahnung, wie sie Panik gemacht haben. Ich weiß nicht, dachten sie wohl, dass die Zitterspinne noch lebt. Und dann rennen sie raus, ziehen ihren Gaster unter den Thorax, heben sich so ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Also, ihr wisst doch, wie, ich hoffe, ich weiß nicht, ob es alle wissen, aber höchstwahrscheinlich werden es manche wissen, wie es aussieht, wenn Ameisen ihren Gaster putzen. Und genau so sind die dann einfach rumgelaufen, nur mit Kopf nach vorne. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind einfach so rumgelaufen. Und ich habe mir gedacht, denken die jetzt, die haben einen Stachel, also zumindest einen funktionierenden. Vermessoren haben einen Stachel, der nicht funktioniert. Und da denke ich mir, wollten die jetzt die tote Spinne erstechen mit ihren dysfunktionierenden Stacheln oder was? Wenn das jemand weiß, kann man mir das bitte erklären, weil ich habe das noch nie irgendwo gesehen, dass Messoren oder andere Ameisen ohne einen Stachel so rumlaufen und die versprühen, die können ja. Ich meine jetzt Arten, die keine Ameisensäure versprühen können. Also Messer und ich weiß nicht, ich glaube, da ist noch eine Art. Und keinen Stachel haben, der zumindest funktioniert, dass sie so rumrennen, weil die sind so rumgerannt und das wirklich nicht so kurz, sondern die sind so rumgerannt und meinten dann, die müssen einen Kreis rennen und Panik machen. Naja, gut, tschö. Sonst wäre das Video wieder zu lang und will ich uploaden.